Guten Morgen, es ist der 26.08. Ich bin die Urlaubsvertretung von Micha. Wir haben es jetzt 21:45 und wir fangen jetzt mal an. Wir wollen streichen, die Fenster abkleben, innen das Styropor machen. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis der Bauherr wieder da ist. Und wie bei Micha, Prost. Heike! Leute, ich habe auch noch andere Blechtassen. So, an dieser Stelle setze ich jetzt ein im Video. Ja, so kann man das sagen. Hier wurde schon einiges erzählt, dass sie gefilmt haben. Ihr habt es ja jetzt schon gesehen, alles. Ich werde es dann erst sehen beim Bearbeiten vom Video. Aber was ich bis jetzt schon mal sagen kann, die haben echt geile Arbeit geleistet. Habt ihr die Hütte schon so jetzt gefilmt alles? Nur von fern. Gut, dann gehe ich jetzt einmal, nachdem ich meinen Kaffee leer habe, mich ein bisschen noch von der Arbeit regeneriert habe, mit der Cam an die Hütte. Schauen wir es uns mal genau an. Ja, und dann werde ich mit dem Fußboden weitermachen, den der David heute auch schon angefangen hat. Gut. Genau. So Leute, dann wollen wir uns das Ding hier mal genau angucken. Aber hey, das sieht mal richtig geil aus. Bock habe ich ja heute eigentlich gar keinen irgendwas noch zu machen, aber es hilft ja nichts. Jetzt kommt mein Einsatz. Drehen wir ganz einfach mal die Cam und gucken wir das Ganze an. So. Wunderschön haben sie gestrichen. Kann man echt nicht jammern. Sogar unten drin haben sie rausgestrichen. Also, wenn man so ringsrum läuft, sieht es richtig gut aus.
Tja, jetzt noch was anderes mit den Dachpappennägeln. Weil ja einige Leute sagen, das wird nicht dicht, das wird nicht dicht. Ey, das ist so eine Schweißbahn. Wenn man die Nägel da reinklopft, die verkleben so gut, durch auch die Sonneneinstrahlung dann, die verschweißen sich. Das wird dicht. Umsonst schreibt der Hersteller nicht Nägel reinkloppen. Ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube daran, dass es dicht wird und es kommen auch noch Dachpappennägel rein. Gut. Innen drin haben sie es richtig schön aufgefüllt mit dem Styropor. Also da kann man mal ganz und gar nicht jammern. Die Fenster gehören übrigens so tief bei einer Kota. Geht ja auch nicht höher. Ja, was soll ich sagen? Richtig geil. Und ich werde jetzt mit dem Fußboden gleich weitermachen, wo der David schon angefangen hat. Ja, und dann sehen wir weiter. Attacke. Ja Leute, und auch heute waren die Mädels wieder fleißig, selber gemachte Pommes, da russische Schaschlikspieße. Ich glaube, die sind sogar nach dem Rezept vom Prof gemacht. Jawohl, und das lasse ich mir jetzt schmecken und dann mache ich den Fußboden weiter. Also besser könnte der Grillkotab-Aufbau gar nicht laufen. Leute, es ist einfach nur genial. Ja Leute, nachts mit Beleuchtung, mehr habe ich heute leider nicht mehr geschafft. Ja, entweder macht den Rest morgen der David fertig noch hier vorne oder ich mache es dann morgen nach der Arbeit. Auf alle Fälle habe ich für heute keinen Bock mehr. Nein, mir reicht's. Mir reicht's heute. Noch ein bisschen fertig zusammenräumen. Feierabend. Ja, hilft ja nichts. Leider bin ich wieder beim Arbeiten. Ich hätte gerne hier mehr gemacht. Naja. Ich hoffe, dass die anderen morgen wieder streichen, dass die Hütte von außen soweit fertig gestrichen wird. Die Dachpappe, so ganz was Spezielles, wo auch wirklich dicht wird, wenn man es mit Dachpappennägeln nagelt, weil sich das richtig einvulkanisiert, die Nägel. Ja. Und ja, die kommen am Mittwoch, die letzte Rolle. Wird mir per Express zugesandt. Und dann machen wir Mittwoch das Dach dicht und das Dach fertig oben. Ja, und bis dahin ist dann eventuell oder mit Sicherheit auch der Fußboden fertig. Der wird ja auch noch lasiert, eingelassen, naja, und so weiter und so fort. Also, ich sagte es ja schon mal, es sind noch 1 Million Kleinigkeiten. Leute, wir sehen uns. Ciao.